Und damit willkommen zurück zu 13 Remake. Okay. Hier liegt der Name auf der Zunge. Steve Rowland? Nein, sein Rival. Ach ja, ich weiß. Die beiden waren wie Hunde und Katze. Verflixt, ich komme noch. Was ist aus ihm geworden? Ich glaube, der Lord Franklin hat ihn angeheuert. Seither keine Nacht. Dann würde ich behaupten, wir sind sein Widersacher. Gib mal den. Sein Name war Jason Fly. Hey Fly, ich breche heute Nacht auf und versuche nicht, dich auf meine Kosten zu profilieren. Nur weil du gestern die Übung gewonnen hast, bist du noch kein Held. Wieso sind wir in genau dem Raum? Dessen Identität ich angenommen habe. Netter Bug. Wurfmesser. Oh, hat sich schon mit dem Messer rasiert. Gibt's hier keine Wurfwaffen? Ich hätte nur noch 5 Schuss, Alter. Gib mal das. Der singt relativ gut. Danke, Anke. Raining down from the clouds. Now we're just strangers in the crowd. You can fly. You can. Junge, warum sind denn hier so viele Leute, ey? You can close your mind, but I'm still on the run. You can fly. You can hide. Ja, wir haben jetzt ein Magazin für die Kacke. Nehmen. Und werf den hier hin. Sind wir jetzt entdeckt oder sind wir nicht entdeckt, Alter? Schnauze, Duck. Wir sind nicht entdeckt, okay. Das war stressig, Alter. Los, los. Schnauze, Duck. Das Regen sein, der hört sich absolut scheiße an. Guten Tag. Ich bin der Fisch und ich bin auch dabei. Ach, wir sind wieder hier. Okay, ich habe gerade ein bisschen die Orientierung verloren gehabt. Kann man hier rein? Nein, auch wenn die Tastatur da so ein bisschen leuchtet. Ist der hier so krumm angebaut? Das sieht nicht richtig aus. Man kann übrigens auch einfach die Lichter kaputt schießen. Ich glaube, früher habe ich immer versucht, das hier leise zu machen. Doggos? Wo ist Doggos? Ja, früher konnte man sich die Kameras angucken. Ich höre Doggos. Ich sehe Doggos aber nicht. Komisch. Gib mal her.
Dann haben wir uns doch nämlich gleich mal eine Figur. Ach, guck mal, wir hätten ja über die Dächer auch schlawenzeln können. Ich glaube, das wäre ziemlich effektiv gewesen, einfach über die Dächer zu gehen. Hätten wir aber halt erstmal hinkommen müssen, ne? Gut, aber hier scheint nichts mehr zu sein. Wahrscheinlich habe ich jetzt genau in dem Bereich eine Goldstatue übersehen. Verpiss dich da oben. Okay, wir gehen mal hier rein. Ah, wir wechseln erstmal auf Wurfmesserchen. Also ich verstehe die Intention, Regen auf dem Dach darzustellen, aber nix gut diese. Ich muss aber ehrlich sagen, ich will mit den Messern eigentlich überhaupt nicht werfen, sondern nur zustechen. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, die Messer zu werfen. Ich meine, hier der Schuppen war früher größer. Und dann gab es hier hinter so ein paar Palisaden oder hier hinter so Sandsäcken noch was zu finden. Ach, da liegt schon mal ein Helm, den wir nicht aufheben können, den ich nicht sehe. Seht ihr mich bitte alle nicht? Danke. Musik ist ein bisschen nervig gerade. Da ist einer. Hier lag, meine ich, früher auch was drin. Aber ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ob da was drin liegt. Weil es einfach sackdunkel ist. Genau. Du bleibst mal da stehen, weil du stehst da sehr, sehr schön und unsichtbar für die anderen, hoffe ich. Na, sieht nicht so aus, als ob hier was drin ist. Ich sehe nicht mal auf dem zweiten Bildschirm, ob hier was ist. Ganz ruhig, mein Freund. Du willst hier doch keinen Alarm auslösen, nur weil ich deinen Kumpel abgemurkst habe. Während du es actually sehen konntest, scheinbar. Da ist Munition, richtig? Ja. Cool. Wenn ich so hingehe. Nein, okay. Kriege ich nicht, schade. Wie auch immer die den Bug zustande gekriegt haben. Wüsste ich gerne. Okay, kann man nicht ausschießen. Schade. Lange keine Goldstatue mehr gefunden. Also hier ist ein Teil in dem Lager übel hell, wo ich mir so denke, woher kommt das Licht? Und in anderen Teilen vom Lager ist es richtig dunkel. Ich hab zu viel Chili gegessen. In welchem Zelt schläfst du nochmal? In deinem. Ich werde diesen Koch umbringen. Mach das mal, Bruder, aber ich glaube, dazu wirst du keine Gelegenheit haben. Hört sich übrigens die ganze Zeit so an, als ob hinter der Wand einer ist. Oder es sind Ghost Steps, das kann auch sein. Ghost Steps sind in solchen Spielen immer richtig zum Kotzen, also in allen Spielen, in denen es um leise sein geht, ehrlich gesagt. Ist jetzt ungünstig gerade.
Gebe ich ganz ehrlich zu. Könnt ihr bitte nicht durch den Baum schießen? Gut. Das ist ja gestern nicht so gut gelaufen. Gibst du bitte die wieder her? Danke. Bisschen nervig, dass ich da immer einmal die Waffe tauschen muss, um Munition zu kriegen. Aber naja. Immerhin kriege ich Munition. Das hätte übrigens besser laufen können. Wait. Man kann die Scheinwerfer nicht mehr zerschießen. Ich meine, das ging früher. Diese ganzen Orte sind alle prädestiniert dafür, dass man irgendwo so einen Schatz versteckt. Also einen Schatz. Also ein goldenes Statürchen, ne? So ein Statuettchen. Aber ich finde keine. Endlich mal eine Tür, die man aufmachen kann. Ja, ist klar. Kommen wir immer noch nicht auf die Mausgeschwindigkeit, klar. Schade, ins Metzelt kommen wir auch nicht. Ist hier hinten noch irgendwas? Das geht schon wieder 11 Minuten. Wir haben. Ist da ein Loch? Ah. Und wir haben literally noch gar nichts geschafft. Warte mal. Ne, das ist nur ein Lämpchen, ne? Ja. Die man auch nicht zerschießen kann. Okay. RIP, Alter. Gib jetzt. Danke. Ich meine auch, die Halle war früher größer. Gefühlt früher einfach alles deutlich größer. Also es gab nicht mehr Inhalt, aber es war größer. Es scheint, als hätte McCall sein Zelt aus Goldzeiten aufgeschlagen. Du kannst dir die Farbe sicherlich vorstellen. Tippe auf Oliv? Weil fucking Zelte irgendwie immer Oliv sind? Darf ich hier lang? Nein, okay. Ich sehe halt auch wieder verhältnismäßig wenig. Ich glaube, es ist durchaus klug, hier nicht einfach wahllos alle umzubringen. Siehst du, wenn sie mich erst so langsam entdecken, ist das gut. Geh bitte wieder weg. Danke. Darf ich bitte mein Wurfmesser haben? Danke. Du lebst noch. Das gefällt mir nicht. Okay, ich darf den nicht mehr töten im Nachhinein. Das war knapp. Hallo Freund. Tschüss Freund. Hallo Freund. Tschüss Freund. Warum auch immer er die Waffe wegpackt, wenn man eine Leiche beseitigt. Also warum er sie danach nicht wieder rausholt, warum er sie wegpackt, ist klar. Dupdi-dupdi-du. Ich muss sagen, lecker. 13 und Jones, Zivilist. Nice.
Da läuft noch ein Männchen. Ein Mannequin. Das dürfte der sein. Boah, ich muss echt sagen, ich sehe hier nicht viel. Vor dem Zelt steht auch noch einer. Wir machen das jetzt mal ganz einfach, ja? Wir tapern mal hier hinten rum. Wir haben ja hier das Dingens schon gefunden, das Goldstatürchen. Wahrscheinlich liegt irgendwo noch so ein Zettelchen rum. Auf den scheiße ich jetzt einfach mal. Ich werde das Spiel ja eh nochmal spielen. Welches Zelt könnte seins sein zwischen den ganzen Olivfarbenen? Darf ich hier vorbei bitte? Um rosa Lichtkeglus, danke. Danke. Ich habe irgendwie nicht die Befürchtung, dass er da gefunden wird. Wenn ich ganz ehrlich bin. Habe ich eher die Befürchtung, dass der da gefunden wird. Okay, der steht da ganz still und steif. Vielleicht erledige ich den gleich auch noch. Betonung auf vielleicht. Erstmal werfe ich den hier irgendwo ins Gebüsch. Danke. Und dann werfe ich den trotzdem nochmal ins Gebüsch, weil mir einfach zu gefährlich ist, dass er doch noch gefunden wird. Auch wenn ich eigentlich nicht glaube, dass der gefunden werden würde. Weg mit dir. Und dann massakriere ich den da hinten auch noch. Was steht da? Sieht auch so aus, als ob er hier der einzige wäre, der noch am Leben ist. Dann kann ich nämlich doch nochmal ganz entspannt das Lager absuchen. Wird dann, glaube ich, ein etwas längerer Part. Habe ich aber noch nicht entschieden. Musst du so laut schreien, Junge? Nicht, dass dich noch jemand hört. Ich glaube, da war gerade einer. Bin mir aber nicht 100% sicher. Weg. Danke, Freund. Du liegst schon ganz gut versteckt eigentlich. Tippe darauf, dass jetzt hier keiner mehr rumläuft. Deshalb bewege ich mich gerade auch sehr leise. Darf ich hier rein? Nein. Also ich weiß ja, was meine Aufgabe ist. Ich wollte nur gucken, ob ich da rein darf. Die ganzen Zelte dürften eigentlich auch zu sein. Waren sie? Mach ich gleich. Waren sie zumindest im Original? Danger! Caution! Explosives! Okay, ich glaube, hier ist nichts mehr offen. Ans Haustelefon. Naja, wir sind hier in einem fucking Zelt. Es gibt hier jetzt nicht so ein Haustelefon. Da war noch ein Medipack. Ich weiß, was ich zu tun habe, danke. Ich möchte mich trotzdem erst noch hier umgucken, ob es hier irgendwas gibt. Das ist nicht mal ein... Das ist halt ein Radio. Und so wie es aussieht, nicht mal ein Funkgerät. Radio. Wieso liegt hier eine Shotgun? Die jetzt nicht mehr da liegt.
kann uns niemand sehen. Möchtest du eine? Nein, danke. Schonst du deine Lungen für das Manöver? Klar! Ich kann es kaum erwarten. Das wird keine von den üblichen Übungen. Ich glaube, dass mehr dahinter steckt, als wir erwarten. Meine Herren, nehmen Sie Platz. Hallo, hier Freunde. Hier spricht Nummer 11. Empfangen Sie mich? Bestätigt. Fangen Sie an, Nummer 3. Guten Abend, Nummer 1. Der Präsident glaubt nach wie vor, dass der Ausnahmezustand nur simuliert wird. Er hat den Spats für die Dauer der Übung das Kommando über die Armee erteilt. Gut. Over. Nummer 5. Ich erhalte morgen eine Liste der Leute, die uns finanziell unterstützen. Nummer 9 wird sie mir im Plaza übergeben. Over. Nummer 11. Die Waffenlieferung kommt heute Nacht an. Meine Männer brennen darauf, unserer Sache zu dienen. Over. Hervorragend. Was ist mit Nummer 13? Der steht hinter euch. Ich habe seine Personale aus dem Pentagon gestohlen, um die Ermittlungen des FBI zu behindern. Gut. Die Suche nach Nummer 17 kann eingestellt werden. Ich habe hier etwas, das er mit Sicherheit haben will. Das Treffen ist beendet, meine Herren. Gute Nacht. Ich begleite Sie hinaus. Es war mir eine Ehre, Sie zu treffen, Colonel McCall. Er ist noch ungeduldiger als seine Leute, nicht wahr, Colonel? Sie sind ein exzellenter Beobachter, General. Nice. Also ich könnte hier actually drei Nummern ausschalten. Finde Rolands Akte, wenn du deine Unschuld beweisen möchtest. Los, los! Da hätte ich durchaus besser treffen können. Zugegeben. Die können wir jetzt aber hier stehen lassen. Denn die sind jetzt Wurst. Wir dürfen jetzt hier rausgehen. Achso. Das ist einfach nur ein abgeschlossener Punkt, oder? Dürfen wir jetzt hier die Akte mitnehmen? Ich weiß zwar nicht, wo die Waffensendung hingeht, aber wir werden sie hochgehen lassen. Machen wir, Mäuschen. Ich finde deine neuen Haare zwar nicht mehr so attraktiv, aber schon in Ordnung. Dass sich auch keiner wundert, dass wir keine Wachen mehr sind. Achso, das war nur eine Codekarte, die wir hier mitgenommen haben. Okay. Gönn. Gönn. Ja, ich weiß ja schon, was passiert. Allerdings seht ihr das erst im nächsten Part. Da gehen wir nicht durch die Tür da. Bis dahin, hau da rein. Ich gucke noch mal ganz kurz durch den Lagerraum. Hat er vielleicht noch so eine goldene Kiste erwartet? Also eine goldene Statuette. Bis zum nächsten Mal. Hau da rein und tschüss.